Die Menschen, subhanallah, sind wirklich krank damit. Sie glauben nicht an Allah, subhanallah, oder sie glauben an Allah und deren Iman ist sehr, sehr schwach, subhanallah. Sobald eine Verlobung nicht zu Ende geht, sobald sie ihre Arbeit verlieren, sobald sie krank werden, sobald sie ihr Auto kaputt geht, irgendwas kaputt geht, Ehe wird, kommt zur Scheidung und so weiter. Sobald irgendwas davon passiert, subhanallah, sagen sie ein. Auge, Auge, Auge. Der hat mich mit Auge getroffen. Oh, der gönnt nicht und der gönnt nicht und der macht, subhanallah. La shak, kein Zweifel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, al-ainu haq, wahrlich, das Auge ist haq. Aber was ist denn die Ursache für das, was dir trifft? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bima kasabat aydikum. Bima kasabat aydikum. Das heißt, das, was eure Hände getan haben. Die Sünden, die du getan hast, war der Punkt, warum dich Allah subhanahu wa ta'ala bestraft hat.